Ja, hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu meinem ersten Videotutorial. Viele meiner Fans auf Facebook haben ja verlangt, dass ich dringend mal so ein Tutorial machen sollte. Und das werde ich nun tun und das hat einen Grund, warum ich das nun tun kann. Nämlich, ich werde euch das zeigen, meine Mädels sind momentan nicht zu Hause. Die sind nämlich bei ihren Großeltern. So, bevor wir jetzt in Photoshop starten, ein riesen Ghetto zu machen, möchte ich euch erst ein bisschen zeigen, wie ich denn so arbeite. Da, die wichtigste Tür in diesem Haus führt zu meinem Fotostudio. Ich werde die jetzt mal öffnen und gleich kommt der gefährlichste Teil dieses Tutorials. Wir steigen die steile Treppe hoch zu meinem Fotostudio. So, und jetzt möchte ich euch ganz wichtig zuerst zeigen, ich komme ja aus der Schweiz und hier diese wunderschöne Aussicht habe ich zu genießen jeden Tag. Dort drüben fliegt gerade die Rega ins Krankenhaus und dort, wo die Rega drüber fliegt, das sind die Alpen. Wunderschöne Berge, ja, momentan kein Schnee. Also, zurück in mein Studio. Boah, ist das ein Ghetto hier. So, das ist also mein Studio. Was man hier sehen kann, ist einerseits die Landebasis meines Phantoms. Der ist gerade am Akkuladen, weil heute Nachmittag gehe ich wahrscheinlich noch ein wenig fliegen. Aber nun zur Studioausrüstung. Ganz wichtig, ein wichtiges Teil, eigentlich das wichtigste Teil überhaupt, ist diese Windmaschine. Habe ich noch nie benötigt, aber trotzdem sehr wichtig. Dann auch ein Stativ, sehr ein teures, schweres Stativ, habe ich auch noch fast nie benutzt. Und hier, jetzt aber ernst, dies ist ganz wichtig, nämlich mein Hintergrundsystem. Ich habe hier drei solche Rollen an der Decke montiert, das könnt ihr überall machen. Wie ihr seht, braucht man auch gar nicht so viel Platz. Meistens benutze ich den grauen Hintergrund. Weil wenn ich Objekte fotografiere vor einem grauen Hintergrund, ist es meist sehr einfach, die dann mit verschiedenen Ebenmethoden auch in Photoshop zu kombinieren mit dem Hintergrund. Zudem bietet es den großen Vorteil, dass man keine schwarzen oder weißen Spills hat, also im Randbereich dann einen sehr neutralen Helligkeitston hat. Manchmal, wenn ich meine Mädels vor einen hellen Hintergrund platzieren möchte, zum Beispiel einen Himmel, nehme ich auch den weißen Hintergrund. Den schwarzen Hintergrund nehme ich eigentlich nur, wenn ich irgendwelche Effekte fotografieren möchte, zum Beispiel Wasserblasen oder Rauch oder sonst was. Nun zur Beleuchtung, machen wir das ein Riesengitter, machen wir ein bisschen Ordnung hier. So, jetzt haben wir Ordnung. Meine Blitzsysteme, ich habe, wenn ich Sonnenlicht oder ein einzelnes Licht simulieren möchte, nehme ich häufig diese normale Okta hier mit einem BX250er Elinchrom und für die Frontbeleuchtung benutze ich fast ausschließlich 2500er, ach, es ist mühsam hier zu filmen, 2500er Elinchrom Systeme mit je einer Stripe Softbox davor, circa, ich denke, 40 cm breit. Das ist zwar nicht so spektakulär, das Licht so, aber es ist sehr ausgeglichen und ich kann später in Photoshop dann die Lichtrichtung relativ einfach bestimmen. Dann, um auch den Hintergrund noch ein wenig auszuleuchten, manchmal auch schöne Lichtreflexe auf Schultern oder am Hinterkopf oder so zu erzielen, habe ich diese kleinen ELB, das sind die Quadras Action Heads 2 und die habe ich hier an diesem ELB 400, von dem aus werden die gespiesen und ich benötige das, weil in diesem Haus nur zwei Blitze an einer Steckdose eingesteckt werden können, sonst geht die Sicherung hops. So, also das war's zum Studio und jetzt kommen wir in den nächsten Raum, das ist ein ganz spezieller Raum, hier ist nämlich der Arbeitsplatz von Judith und mir. Und jetzt müsst ihr mal schauen, Judith hat so viel Platz bei sich. Wow, die kann hier richtig, wow, die kann sich hier ausleben, macht hier ihre Kleider. Ach, übrigens noch eine kleine Werbung zwischendurch. Judith macht hier diese super Ledertaschen. Die sind wirklich absolut genial. Das sind jetzt zwei zusammen. Ja, ich zeige euch mal eine. Diese Ledertaschen hier, die macht sie komplett, hat sie den Schnitt und alles gemacht.
und schaut mal drin, hat es noch ein kleines Täschchen und ein Ringchen, da könnt ihr, weiß ich nicht, was anhängen. Und diese Taschen, die kann man kaufen für 159 Schweizer Franken. Ich werde dann die Webadresse noch einblenden beim Post. So, jetzt räume ich das mal zur Seite. Also, zurück in unser Studio-Atelier. Also, hier der schöne Platz von Judy. Und jetzt, na, schaut mal, so ein kleines dunkles Räumchen muss ich meine Arbeit verrichten. Ja, aber eigentlich ist das auch egal, weil ich brauche ja so oder so nur den Computer. Der Computer übrigens ist ein Mac Pro. Das Storage-System steht hier am Boden. Einmal ein Lassie 20 Big. Das ist mein Hauptspeicher und rechts daneben, das kleinere, ist eigentlich nur das Time Machine Backup. Backup ist so eine Sache. Ein Backup allein im Haus zu haben, genügt meines Erachtens nicht. Ich mache auch häufig noch auf eine komplett externe Festplatte ein Zusatzbackup und nehme das dann aus dem Haus, weil das Haus könnte ja mal abbrennen. Gut, jetzt zu meinem Arbeitsplatz hier. Auf diesem Stuhl sitze ich normalerweise, wenn ich auf Facebook mit euch kommuniziere oder zum Beispiel Homework mache für meinen normalen Job. Und wenn ich dann ein Bild bearbeite, dann wechsle ich den Arbeitsplatz und setze mich hier hin. Und das wichtigste Element hier dürfte wohl dieser 27er Cintiq von Wacom sein. Und wenn ihr im Retouching oder Compositing Genre arbeiten wollt, kann ich so ein Gerät wirklich absolut empfehlen. Ich würde behaupten, es ist nebst der Kamera das wichtigste Element in meiner Arbeit. Ja, das Setting mache ich immer gleich. Ich habe auf dem Wacom das Bild meistens in einer Detailansicht, wie ich es dann bearbeite, und auf dem kleinen Monitor oben jeweils eine komplette Vollansicht. So sehe ich, auch wenn ich im Kleinen Änderungen mache, immer, wie sich das auf das gesamte Bild auswirkt. Das ist ein tolles Setting, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann noch etwas zur Kameraausrüstung. Das ist meine geliebte Kameravitrine. Momentan nicht so viel drin, weil schon einiges in den Rucksack gepackt ist. Das wichtigste Instrument, ihr habt es erkannt, es ist eine Sony A7R. Und es wird hoffentlich heute oder morgen schon eine A7 R2 sein. Dann wäre diese Kamera zum Verkauf. Ja, würde sagen, machen wir einen guten Preis für euch. Gut, übrigens hier oben drauf seht ihr auch noch, dieses kleine Gerätchen hier, das ist der Kinder-Tranquilizer. Mit dem habe ich da verschiedene Tasten und kann meine Kinder in verschiedene Posen zwingen, beispielsweise lachen, weinen oder einfach stillsitzen. Funktioniert wunderbar. Ja, gut, das war's so von meinem kleinen Studio. Ich denke, wir machen uns mal daran, in Photoshop ein wenig rumzuwursteln, wie wir sagen. Und zwar werden wir ein einfaches Bild machen, kein komplexes Compositing, nichts mit 3D, das können wir dann vielleicht in einem weiteren Filmchen machen, sondern wir werden dieses Bild von Mila, werden wir versuchen, auf einen ganz neuen Level zu bringen. Okay, also wir sehen uns gleich wieder in Photoshop. Tschüss! Willkommen an meinem Computer. Ihr habt etwas über mein Studio kennengelernt. Jetzt möchten wir doch mal ein Bild à la John Wilhelm is a Photoholic bearbeiten. Ich habe mir hierzu ein einfaches Bild ausgesucht, ein Bild von Mila. Ich habe das bereits erwähnt. Ich werde das jetzt mal die Original Straight Out of Cam Version werde ich mal öffnen in Photoshop. Und immer, das wisst ihr sicher alle, wenn ich eine RAW-Datei öffne, dann öffnet Photoshop automatisch oder lädt das Camera RAW-Modul. Und in Camera RAW, also übrigens noch etwas zum RAW-Format, ich empfehle wirklich allen in RAW zu fotografieren, egal mit welcher Kamera. RAW bietet einfach so viele Vorteile. Für mich der größte Vorteil, der Dynamikumfang, der stets einfach viel höher ist, oder der volle Dynamikumfang der Kamera wird geliefert. Das bedeutet, Dynamikumfang, wenn ich hier zum Beispiel die Schwarzwerte nehme und die hochziehe, dann seht ihr, dass hier in diesen dunklen Stellen, bei den Haaren zum Beispiel, wo man glauben könnte, das sei eigentlich nur schwarz, ist in Wirklichkeit noch sehr viel Information drin. Genauso ist das, wenn ihr beispielsweise einen Himmel habt, der einfach weiß ist und man kaum noch Wolken sieht. Wenn ihr dort die Weißwerte runterzieht, dann kriegt ihr häufig auch wieder einen schönen blauen Himmel hin.
So, also, jetzt machen wir mal so eine Photoholic-Standardentwicklung. Ich ziehe häufig die Schwarzwerte etwas hoch, nehme die Lichter ein wenig zurück, das Weiß vielleicht ein wenig zurück, in diesem Bild nicht so relevant. Dann natürlich die Objektivkorrekturen, die sind hier schon aktiviert, weil es schon eine Konfigurationsdatei gibt zu diesem Bild. Aber wenn das nicht aktiviert ist, unbedingt aktivieren. Dann erkennt das Camera Raw Modul im Normalfall eure Kamera mit dem Objektivmodell und passt Verzerrung und Vignettierung, das ja jedes Objektiv hat, entsprechend an. Hier dann auch in der Farbe die chromatische Aberration. Das sind diese häufig in den Randbereichen, wenn die Farbpixel nicht mehr deckend sind. Also wenn die Rot-Grün-Blau-Werte nicht mehr decken, dann seht ihr häufig so purpurne Ränder. Und die kriegt ihr super weg mit diesem Knöpfchen hier. Wenn das automatisch nicht sauber funktioniert, könnt ihr auch an diesen Werten manuell noch was einstellen. Ja, das ist eigentlich schon. An den Grauwerten und so, das wundern sich jetzt vielleicht viele. Ich mache hier noch keinen Weißabgleich und nichts. Das kann ich dann alles viel später mit Filtern oder mit Einstellungsebenen viel besser machen, so nach meinem Geschmack. So, ich werde jetzt das Bild öffnen. Dann wird das natürlich in Photoshop geladen. Dann kommt diese tolle Frage von dem Farbraum. Und jetzt, was ich machen werde, normalerweise bearbeite ich ein Bild immer in 16-Bit. Aber damit das in diesem Tutorial ein wenig flotter geht, werde ich das mal auf 8-Bit konvertieren. Es spielt auch nicht eine so große Rolle, außer man hat einen wirklich großen Dynamikumfang, den man nutzen will. Auch die Filter nutzen übrigens den, also seit der CC-Version irgendwie viel, nutzen auch fast alle Filter den vollen Dynamikumfang. So, jetzt sehen wir meine kleine Mila vor uns und dieses Bild ist doch super, das könnte man doch genau so lassen, aber wir wären ja nicht Photoholics, wenn man da nicht etwas verbessern könnte. Was mich zum Beispiel stört, ist hier dieser obere Bereich, da sieht man noch vom Nachbarsgarten irgendwelche Geräte oder weiß ich nicht was. Was mich auch stört, ist die Lichtsituation, man kann das ganz einfach mit einer Schwarz-Weiß-Ebene einblenden, dann sieht man, dass die Grauwerte eigentlich sehr homogen verteilt sind. Es gibt keinen bedeutenden Highlight-Bereich auf dem Kopf. Und das ist etwas, das ich sehr gerne mache. Das seht ihr auch in meinen Bildern. Die Lichtsituation komplett umkehren. Das kann man natürlich ganz einfach machen mit einer Gradation, die man runterzieht. So, das spinnt immer noch nicht. So, die man runterzieht und dann in den Maskeneinstellungen geht man auf die, also ich wähle hier die Maske an, wähle dann einen Pinsel, jetzt muss ich hier schauen, dass ich da die richtigen Pinsel habe, ziehe den Pinsel groß, so, machen wir wieder das normal, ziehe den Pinsel groß, wechseln, mit der X-Taste können wir hier den Pinsel von weiß auf schwarz wechseln und jetzt wechsle ich den auf schwarz und klicke hier einmal drauf, so, und jetzt sehen wir bereits, die Lichtsituation hat sich dramatisch verändert, nur durch diesen kleinen Eingriff. Hier weiß das Auge nicht so recht, wo es hinwandern soll und hier, tack, sind wir auf dem Gesicht von Mila. Also, wir werden diese Ebene mal kurz wieder ausblenden und uns etwas an. Ich lösche die gleich. So. Übrigens, was ich immer mache, ist, das erste Bild ist immer die Hintergrundebene. Das nervt mich dann häufig, weil man die nicht in eine Gruppe packen kann. Die dupliziere ich jeweils am Anfang bereits und lösche dann die Hintergrundebene. Dann werde ich das mal umbenennen zu Main. Ich mache halt immer die Beschriftungen auf Englisch und das Photoshop ist aber doch auf Deutsch und so weiter. Also, jetzt, was könnte man an Mila da verbessern? Mila, was ihr ja kennt von mir, ist die Augen. Die Augen, die finde ich im Moment noch nicht so prickelnd. Einerseits sind die nicht ganz scharf. Also wenn wir hier reinzoomen, also das erste, was wir hier machen würden, ist mal schärfen das Bild. Ich gehe dazu auf Filter, Scharfzeichnungsfilter und dann unscharf maskieren. Dann kommt dieser Dialog und wir sehen bereits, mit meiner Standardeinstellung sieht das doch schon viel besser aus, wenn ich hier mal die Vorschau ausschalte. Ich bin nicht sicher, ob ihr das sehen könnt. Zum unscharf maskieren habe ich einen Tipp. Behaltet die Stärke mal also auf 100% und dann verändert den Radius. Und wenn ihr den Radius alleine, wenn ihr mit allen Werten spielt, hier findet ihr nie die richtige Einstellung, aber wenn ihr mal nur mit dem Radius spielt, dann seht ihr, was da nämlich passiert.
Was passiert ist folgendes, je kleiner der Wert ist, desto mehr begeben wir uns in den Bereich der Mikrokontraste und je größer der Wert wird, desto mehr machen wir die Grobkontraste, verändern wir. Was wir jetzt aber möchten, ist einfach eine gute Schärfung, vor allem dieser feinen Strukturen, und da ist bei einem Bild in dieser Größe so 1 bis 1,4 Pixel ist jeweils ein sehr guter Wert. Gut, so, also, haben wir angewendet, voll destruktiv. Ich mache übrigens viele Dinge destruktiv, hat vielleicht mit der Erfahrung zu tun. Wenn jemand sich nicht sicher ist, kann er natürlich mit einem Smart-Objekt arbeiten oder das Objekt duplizieren, dann das Duplizierte schärfen und mit einem Pinsel die Schärfe dort applizieren, wo man sie haben möchte. So, also, jetzt sieht das Bild, jetzt sind wir eigentlich fertig. Nein, noch nicht ganz, natürlich. Was wir noch möchten, ist natürlich die Augen ein bisschen aufhellen. Billiger alter Trick, aber ich finde einfach, mir gefällt das einfach sehr gut, wenn man es nicht übertreibt. Dazu nehme ich eine Gradation, ziehe die in die Höhe. Also es gibt ganz viele Wege, um Augen aufzuhellen. Ich kann das mit der Tonwerkkorrektur machen, mit einer Gradation. Man kann das auch mit dem Belichtungsfilter machen. Ich habe mir die Gradation angewöhnt, einfach weil ich die sehr flexibel finde. Ich ziehe das mal so ein wenig in die Höhe und jetzt bringt das noch nicht so viel, weil jetzt einfach alles heller wird, die Mitteltöne. Jetzt kehre ich die Maske um, gehe wieder auf meinen Pinsel, wähle einen weißen Pinsel, das heißt dort, wo ich jetzt pinsle, wird die Maske hier gelöscht, also quasi wird das unmaskiert. Und wenn ich jetzt hier reinfahre, seht ihr auf der Iris, fahre ich hier mal ein bisschen rum, dann sehen wir schon, wird das Auge heller. Jetzt muss man hier aufpassen, dass man die Mitte nicht erwischt, weil die Pupille, die sollte immer schön schwarz bleiben, genauso wie diese Ränder an der Iris. Die sollte man auch, wenn man die aufhält, verliert das an Kontrast. Weil Kontrast ist ja eigentlich nichts anderes als der Übergang von hell zu dunkel. Also wenn man ein hoher Kontrast, der höchste Kontrast, den ihr haben könnt, ist von schwarz auf weiß. Also das heißt, wir möchten hier von weiß zu schwarz möchten wir einen sehr großen Abstand. Gut, oh, jetzt bin ich hier wieder am Rumsudeln. Was sehen wir hier? Das Auge sieht jetzt etwas zu hell aus. Nehme ich noch das andere Auge. Muss ich wieder wechseln auf weiß. So. Ich habe übrigens meinen Stift so konfiguriert, dass ich mit den beiden Stifttasten, mit der hinteren Stifttaste wechsle ich zwischen weiß und schwarz. Das finde ich sehr effizient. So. Und jetzt, wenn wir uns das im Ganzen anschauen, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht echt aus, das sieht übertrieben aus, ziehen wir das ein wenig runter. So, aber jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Die Augen, die Tür zum Herzen, ist jetzt offen. Gut, was könnten wir noch machen? Das Augenweiß, das ist so eine Sache. Viele sagen, das sollte man ja nicht verändern. Ich bin der Meinung, wenn man das ganz sanft macht, stört das nicht. Dazu nehme ich jeweils eine Farbton-Sättigungseinstellungsebene, ziehe die Sättigung nach unten, pushe die Helligkeit ein wenig, dann kehre ich diese Maske wieder um und dann gehen wir hier mal ins Bild rein. Und jetzt kommt ein Trick fürs genaue Arbeiten. Mache nämlich zuerst einmal sehr grob einfach hier alles weiß. Das wird euch jetzt wundern, das sieht ja schludrig aus. Aber jetzt wechsle ich wieder auf schwarz und ziehe an den Rändern mit schwarz, also hier oben wäre gar nicht nötig, aber hier ziehe ich mit schwarz wieder rüber, dann verschwindet hier diese Einstellung wieder. So. Jetzt sehen wir, das Auge ist schon, es leuchtet mir das Auge jetzt. Machen wir dasselbe noch beim anderen Auge. Also kurz weiß darüber pinseln, auf beiden Seiten hier. So, wieder mit schwarz, die Ränder wieder weg. So. So. Und so. Voilà. Und jetzt können wir natürlich auch mit der Deckkraft spielen. Wenn uns das zu stark erscheint, können wir das hier beliebig anpassen. Ich arbeite häufig auf 100% und ziehe das dann schon aus Prinzip etwas runter. So. Na, was meint ihr? Die Augen sehen doch schon viel besser aus. Also mir gefällt das. So, und jetzt, damit wir die Übersicht behalten, werde ich diese Ebenen miteinander verbinden. So, damit wir einfach Ruhe haben und ihr nicht so viele Ebenen hier seht und nicht mehr rauskommt, was ich jetzt am Machen bin. So, jetzt widmen wir uns dieser komischen Gerätschaft meiner Nachbarn.
das könnten wir jetzt theoretisch auch auf verschiedene Arten machen. Wir könnten hier mal so eine Maske darüber ziehen. Und jetzt könnten wir die Fläche füllen. Und zwar könnten wir hier sagen, auf inhaltsbasiert. So. So. Und ihr seht, das hat ein wenig etwas gebracht, aber wir wollen hier oben eigentlich keine Haare von Mila haben. Deshalb mache ich das wieder rückgängig. Ich mache das anders. Ich möchte da etwas mehr Kontrolle darüber haben. Und wir haben ja auf dieser Seite schon schöne Blümchen. Jetzt werde ich mal einfach diese Seite ganz bewusst mit den Haaren mit einem Lasso maskieren. Und jetzt mit Ctrl-J oder einfach diese eben jetzt so extrahieren. Also ich dupliziere das, und wenn ich eine Ebene dupliziere mit einer aktiven Maske, dann wird mir nur dieser Bereich dupliziert. Wenn ich jetzt auf die Transformationswerkzeuge gehe und dieses verschiebe, seht ihr, ich habe nur das markiert. Und jetzt spiegeln wir das, horizontal spiegeln, so, und jetzt fahren wir mit dem mal in den Zielbereich. Und jetzt seht ihr auch, ich habe die Haare ganz bewusst drin gelassen, weil vielleicht können wir hier sogar noch so einen lustigen Übergang basteln damit. Jetzt fahre ich das mit den Pfeiltasten mal etwas hier rum. Ja, jetzt machen wir das noch ein wenig größer, damit nicht der Eindruck des Klonens so offensichtlich wird. So, fertig, fast. Jetzt machen wir noch eine Maske zu dieser Ebene, also hier unten das Maskensymbol. Dann nehmen wir wieder den Pinsel mit Schwarz und jetzt machen wir einen etwas großen Pinsel und pinseln da mal ein wenig weg wieder von dieser Ebene. Ich bin ein Mann, ich habe sehr Mühe zu sprechen und gleichzeitig etwas zu machen, zu arbeiten. So, ist jetzt noch nicht so überzeugend. So. Was denkt ihr? Hier vielleicht noch ein wenig, dass das da hier nicht so dieses grüne Blättchen nicht so ins Auge fällt. Und wenn man das jetzt nicht weiß, würde ich jetzt wetten, dann sieht das schlicht niemand, dass wir hier gepatcht haben. So, hier noch ein wenig. So. Ja. Soll ich sagen, wir könnten jetzt wieder fertig sein, sind wir aber natürlich noch nicht, weil was stört noch an dem Bild? An dem Bild stört mich zum Beispiel noch, dass Mila so kleine Hautunreinheiten hat. Mit Hautunreinheiten meine ich übrigens nicht Muttermale oder Freckles, so, weil das finde ich sehr charakteristisch, das sollte man nicht entfernen. Es kann sogar sein, dass so eine Narbe, da ist Mila mal auf die Treppe gefallen als Baby, das ist eigentlich auch charakteristisch. Könnte man auch lassen. Aber so solche Pickelchen, die vielleicht eine Woche hier auf diesem Gesicht ihr Dasein fristen, die kann man doch ruhig entfernen. Genauso hier auf der Brust oder an den Händen und so weiter. Gut, dann werden wir jetzt mal etwas am Gesicht rumwursteln hier. Ich verbinde wieder alles auf eine Ebene. Ah, jetzt habe ich auf Hintergrundebene gemacht. So. Ah, falsch. So. Also, jetzt haben wir wieder eine Ebene, mit der wir arbeiten können. Und jetzt, was wir machen, ist die sogenannte Frequenztrennung. Die Frequenztrennung, die werde ich jetzt wirklich nicht im Detail erklären, weil das ist ein rein technischer Vorgang, den könnt ihr auf YouTube suchen, einfach Frequency Separation oder Frequenztrennung suchen, und ich bin sicher, ihr werdet ganz viele gute Tutorials finden, die das erklären. Es ist eigentlich eine sehr simple Sache. Ich habe hier zwei mögliche Frequenztrennungen, eine ist für 16-Bit, eine ist die normale 8-Bit-Frequenztrennung, die habe ich als Aktion gespeichert. Wenn ich das nun ablaufen lasse, dann werden mir diese Schritte automatisch erstellt. Und was jetzt passiert ist, ich habe eine Ebene erhalten, ich werde das mal hier ausblenden, ich habe eine Ebene erhalten mit den Höhen, also das ist der Hochpass, das heißt die scharfen Bereiche, die Kanten und so, stecken in dieser Ebene. Und in dieser Ebene stecken eigentlich mehr so die Farb- und Tonwerte, ohne scharfe Kanten. Und jetzt hat das einen super Vorteil. Ich kann nämlich jetzt, ich nehme jetzt da den, wie heißt das da, Korrekturpinsel, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Bereichsreparaturpinsel heißt das. Wenn ich den jetzt nehme, auf dieser Strukturebene hier, wie ich die genannt habe,
dann kann ich hier sehr einfach, ohne dass ich die Farbwerte oder irgendwie verändere, wenn ich das jetzt markiere, dann verschwindet das wie von Zauberhand, von Geisterhand. Ich mache jetzt die Narbe trotzdem weg, weil sonst heißt es wieder, ich hätte sie die Treppe runtergeschubst. So, schlechter Vater, schaut seinen Kindern nicht. So, da fahren wir jetzt in diesem Bild rum. Und das geht natürlich blitzartig. Wenn man das ein bisschen und ein wenig Übung drin hat, dann hat man so ein Gesicht sehr schnell aufgeräumt. Ein Gesicht aufräumen, ist das nicht ein schöner Begriff? Hier unten hat es noch ein Pickelchen und alles muss ja nicht weg. Es ist mehr so, dass nicht gleich auf den ersten Blick jemand das Auge auf so ein, auf seine Hautunreinheit fällt. Hier noch an der Brust. Das sind jetzt, da seht ihr jetzt etwas, das sind jetzt Bereiche, diese Pickelchen auf der Brust sind nicht mehr ganz scharf. Das heißt, die Information steckt eben nicht nur hier drin, sondern auch in dieser Tonwertebene. Das heißt, wir müssen hier dann später noch was machen. Eine Zauberei, die zeige ich euch dann. Hier noch weg, vielleicht hier noch. Ja, hier vielleicht noch ein wenig und vielleicht dieses noch. Und an der Nase habe ich mal noch was gesehen. Da irgendein Popel, der da klebt. Bei den Kindern kleben immer Popel an der Nase. Ist furchtbar mühsam. So. Was müssen wir noch machen? Dieses Härchen hier drin. Mal schauen, was passiert. Das funktioniert, funktioniert auch nicht schlecht. Sonst könnten wir das dann auch stempeln. Wäre fast die einfachere Methode für so etwas. So, und hier vielleicht hier drüben noch. Und hier und hier. Jetzt, ich denke, das reicht, damit ihr gesehen habt, wie es funktioniert. Und jetzt möchte ich mit dieser anderen Ebene, also mit den Tonwerten, noch etwas Witziges machen. Wir machen dann jetzt eine neue Ebene dazwischen. Und wenn ich auf diese Ebene jetzt pinsle mit einer Farbe, machen wir mal einen Extremversuch, wenn ich hier male, dann seht ihr, die Farbe verändert sich, aber die hohen Werte, also die Kanten und so, die bleiben bestehen. Und das können wir uns zunutze machen auf eine ganz witzige Art. Wir nehmen mal die Deckkraft vom Pinsel runter, vielleicht auf 8%. Das sind so Erfahrungswerte, die kriegt ihr dann auch mit der Zeit. Wenn ich jetzt hier mal schaue, das Auge, dieser Ring unter den Augen, das ist ja das arme Kind, was hat das letzte Nacht wohl durchgemacht? Muss nicht sein, ich nehme jetzt hier den Farbton mit der Alt-Taste und der Pipette auf, gleich neben diesem Ring. Und jetzt, wenn ich hier rüber pinsle mit dieser Farbe, seht ihr, was passiert? Unglaublich, Zauberei! So. Jetzt ist das Kind wieder wach und fit. Genauso machen wir das hier. Wir nehmen wieder einen Farbwert, der ist ein gar wenig hell. So. Nicht übertreiben, auch hier. So, das genügt doch schon. Aber ich finde, sie sieht so viel wacher aus. Wahnsinn, was das ausmacht. Und genau hier unten jetzt auch. Mal schauen, ob das funktioniert, wenn wir diesen Farbton nehmen, so einen hellen da. Und hier ein wenig pinseln, seht ihr? Dann verschwinden diese Flecken nun auch. Mehr oder weniger. Ganz verschwinden müssen die ja nicht, sonst sieht sie nachher aus wie eine Barbie-Puppe. Und das wollen wir ja nicht. So, was haben wir hier noch? Was könnten wir noch verändern von der Farbe her? Ich denke, das ist soweit okay. Gut, ich denke, dann werde ich das wieder mal auf eine neue Ebene kombinieren und alles löschen. Einfach, damit wir Übersicht haben. Das war Frequenztrennung. Was wir jetzt machen, ist der virtuelle Puder. Auch das werde ich nicht erklären. Sucht einfach nach Virtual Powder oder Skin Retouching Powder. Ihr findet das ganz, das findet ihr ganz bestimmt. Das sind auch ein paar Schritte, die man machen muss. Lasse ich jetzt mal ablaufen hier. So. Und was jetzt passiert ist, ich habe hier verschiedene Ebenen erhalten und das Kernelement dieses virtuellen Puders ist der Hochpass. Und der Hochpass, das ist ein Smart-Objekt hier, den kann man verändern in der Stärke. Da müsst ihr selbst dann ein wenig experimentieren. Im Standard, wenn ihr das gemäß Tutorial macht, wird das dann sicher erklärt. Also wenn ich jetzt hier auf dieser oberen Maske mit Weiß das appliziere, dann seht ihr, was passiert. Ihr habt das Gefühl, es passiert nichts. Das ist das Schöne daran, wenn man das Gefühl hat, es passiert nichts, dann passiert auch nichts, weil wir sind nur auf 8% Deckkraft. Also, jetzt passiert schon ein wenig mehr, aber ihr habt immer noch das Gefühl, was passiert da?
Ich sehe gar nicht so viel. Jetzt machen wir das hier auf der Stirn noch ein wenig. Ganz heikel sind Randbereiche oder also Bereiche mit hohen Kontrastwerten. Seht ihr hier, da passieren dann Phänomene, die man vielleicht nicht möchte. Hier auf der Brust noch ein wenig. Seht ihr, jetzt verschwindet diese Flecken auf der Haut. Sieht aber jetzt zu steril aus, finde ich. Das korrigieren wir dann noch. So. Hier noch und hier noch. So, jetzt ist sie ein richtiges Baby wieder. Und wenn ihr das euch mal auf den Vergleich anschaut, das ist eine Menschenhaut, geschädigt von der schlechten Luft und den schlechten Eltern. Und wenn man jetzt den Puder einblendet, dann ist die Haut makellos. Aber das ist mir viel zu stark. Aus diesem Grund werde ich nicht die Deckkraft zuerst verändern, sondern den Radius des Hochpasses etwas runtersetzen. Vielleicht so auf 16. Nochmal schauen und jetzt die Deckkraft aus Prinzip ein wenig zurück. So, jetzt finde ich, sieht das sehr hübsch aus und doch immer noch recht natürlich. Gut, das war der virtuelle Puder, ein wichtiger Schritt bei der Haut- oder Modelretusche. Ich werde das nun wieder alles zusammenfassen auf eine Gesamtebene, einfach damit wir Ordnung haben. Und ja, was könnten wir jetzt noch machen mit dem Bild? Eigentlich nähern wir uns schon bald dem Ziel, aber noch nicht ganz. Was ihr sicher schon gehört habt, ist der Begriff Dodge and Burn und das werden wir jetzt machen. Für Dodge and Burn habe ich auch eine Aktion, aber das mache ich jetzt kurz von Hand, damit ihr seht, wie das funktioniert, weil das ist wirklich so einfach. Dodge and Burn, die beste Methode meines Erachtens ist eine Ebene machen, eine leere und dann diese Ebene füllen. Und zwar mit 50% Grau und dann setzt ihr diese Ebene in den Modus weiches Licht. So, und jetzt passiert gar nichts, weil weiches Licht heißt eigentlich, dass nur von dieser Ebene werden nur Bereiche, die dunkler oder heller werden auf das Bild übertragen. Alles andere, alles was wirklich rein grau ist, wird ignoriert, also das hat keinen Einfluss, diese Ebene so. Und jetzt kommt der Gag. Wenn ich jetzt einen Pinsel nehme, auch hier wieder die Deckkraft vielleicht so auf, sagen wir mal 9%, dann kann ich hier Bereiche aufhellen oder abdunkeln. Jetzt, was wollen wir überhaupt aufhellen oder abdunkeln? Ich denke, was ich gerne mache, es gibt da gar keine Regel, man kann die Gesichtszüge komplett verändern damit natürlich, aber ich habe so meine Methode, die zeige ich euch mal. Ich mache häufig mit Schwarz, ich bin jetzt auf Schwarz, die Augenbrauen etwas dunkler. So, seht ihr schon, die sind vielleicht fast etwas zu stark, aber dann seht ihr es gut. Dann, was ich auch gerne mache, ist, ich mache den Pinsel ganz klein. So, und dann zoome ich an die Lippen, an diese Highlights auf den Lippen. Jetzt bin ich auf Schwarz, das war ein Fehler. Zoome da noch mehr rein, mache das ganz klein. Und jetzt helle ich diese Highlights ein wenig auf. Das ist manchmal auch ein Problem, wenn die Lippe, wie jetzt in diesem Fall, sehr trocken ist. Wenn man das übertreibt, dann sieht es sehr komisch aus, wie wenn jemand irgendwie weiße Eiscreme gegessen hat. So, aber wir machen das jetzt mal. Was man auch machen kann, ist diese Spalten in der Lippe, die kann man mit Schwarz noch ein wenig nachziehen, wenn man das verstärken möchte. Hier unten, hier oben vielleicht noch ein Glanz auf der Oberlippe. So. Und jetzt, wenn man das ausblendet, seht ihr, die Lippe glänzt einfach mehr. Das sind Nuancen, aber schlussendlich, glaube ich, macht es das dann in der Summe aus, all diese feinen Veränderungen. Gut, was mache ich noch häufig? Häufig betone ich noch ein wenig dieses Oberlippengrübchen hier. Das sieht doch immer so niedlich aus bei den Kids. Dann vielleicht auch der Bereich um die Nase etwas abdunkeln. Wenn die Nase zu breit ist, gibt es ganz eine einfache Methode. Da kann man einfach an diesen Nasenseiten, an den Nasenseitenwänden ein bisschen abdunkeln. So, dann wird die Nase ein wenig schmaler. Was auch häufig gut ist, damit die Aufmerksamkeit des Betrachters aufs Gesicht fällt, ist die Stirn etwas abdunkeln. Ich mache jetzt die Stirn etwas dunkeln.
aber die Haare hier nicht zu dunkel. So, die helle ich eher auf. Also bei den Haaren kann man auch so künstliche Highlights reinzeichnen mit Weiß, damit die Haare etwas spannender aussehen. So, vielleicht hier hinten sogar noch ein wenig Weiß. Hier unten vielleicht noch ein wenig heller. So. Gut. Wir haben sie noch nicht zu dramatisch verändert. Vielleicht wäre das auf der Naseninnenseite hier wirklich nicht nötig gewesen. Gut, was mache ich noch? Jetzt gehen wir zum Auge. In diesem Bild ist das nicht so relevant. Wenn ich ein Porträt habe, sehr nahe an den Augen, dann widme ich mich teilweise eine Stunde lang dem Auge. Da mache ich das dann so, dass ich diese feinen Fältchen, die sind ja bei Kindern unproblematisch, die ziehe ich häufig ein wenig nach. Und dieser Glanz auf diesen Zwischenhautstellen, den helle ich ein wenig auf. Das betont einfach das Auge ein wenig mehr. Könnte man jetzt hier auch noch machen. So, hier oben auch ein wenig Weiß. Und dann etwas, das Frauen natürlich kennen vom Schminken, ist der Kajalstrich. Also mit dem Kajal, den kann man natürlich virtuell anwenden. Und zwar hat es zwischen dem Augweiß und der Haut jeweils so eine dunkle Linie. Und die kann man sehr gut virtuell nachzeichnen hier. Und bei so einem kleinen Bild ist das jetzt eher mühsam. Da fällt das, da sieht man das dann auch nicht so gut. Aber wenn ihr ein nahes Porträt habt, dann macht diese Linie hier unten in Schwarz sehr viel aus. Aber nicht übertreiben, weil sonst sieht es wirklich, gerade bei einem Kind sieht es sonst bitchig aus. Gut, hier kann man auch noch etwas virtuelle mit Dodge & Burn Augenbrauen einzeichnen oder die mindestens auch verstärken. Augenwimpern natürlich. So. Ihr seht das, die sind nämlich schon hier, die sieht man einfach nicht. So, die auch noch ein bisschen. So. Und wenn das nicht genügt, der kann natürlich auch mit einem normalen Pinsel das nachmalen. Das ist fast ein wenig übertrieben geworden. Egal, wir lassen das mal so. So, das wäre die Basisretusche. Und jetzt kommen wir noch zum Bildlook überhaupt. Wir haben immer noch keine Abstufung der Helligkeitswerte. Auch die Farbe gefällt mir noch nicht so ganz. Ich finde, man könnte zum Beispiel versuchen, die Augen etwas mehr in den Ton zu bringen mit diesen Blumen. Das mache ich jeweils auf eine ganz fiese Methode. Ich mache nämlich eine neue Ebene. Dann nehme ich einfach das Füllwerkzeug und wähle mir die Zielfarbe aus. Also ich nehme jetzt mal diesen Farbwert dieser Blüte und dann fülle ich diese Ebene. So, fertig. Jetzt ist das Bild sehr harmonisch geworden und ich denke, wir könnten es so lassen. Nein, natürlich nicht. Wir machen wieder eine Maske, kehren diese Maske um und jetzt setzen wir die Ebene in den Modus Farbe. Jetzt nehmen wir den Pinsel, Deckkraft wieder auf 100% und applizieren diese Farbe. Oh, jetzt habe ich in die Ebene gemalt, statt in die Maske, das passiert sehr häufig. Jetzt appliziere ich diese Maske hier so auf das Auge. Und schwarze und weiße Stellen zu übermalen ist gar nicht so ein Problem, weil eine komplett schwarze oder weiße Fläche, die hat eigentlich gar keinen Farbwert mehr. Und aus diesem Grund wird das Schwarz dann auch nicht plötzlich zu Purpur oder zu der Farbe, die man gewählt hat. So, gut. Ja, ist doch wunderschön. Ich kenne da einige Fotografen, die würden das jetzt so lassen. Aber wir können das natürlich, wir machen das dezenter. Wir fahren jetzt einfach mit der Deckkraft zurück. Und zwar auf einen Wert, dass das kaum spürbar ist. Seht ihr? Es ist jetzt eher ein Cyan-Auge und jetzt wird es mehr ein Purpur-Auge. So. Das ist ganz wichtig, das nicht zu übertreiben. Weil wenn das nur ein wenig zu stark ist, sieht das sofort nach außerirdisch aus. Wenn man das möchte, natürlich ist das super. So, jetzt haben wir die Augen ein wenig mehr purpurn gemacht. Und jetzt, was wir als nächstes machen, ich mache jetzt wieder eine neue Ebene. So, ganz wichtig, ich denke, es wäre mal an der Zeit, das zu speichern. So, wenn man mit einem Macintosh und Photoshop arbeitet, vergisst man das leicht mal, weil es einfach wirklich nie abstürzt. Aber auf einmal stürzt es dann trotzdem ab. Gut, jetzt
möchten wir den Blick des Betrachters lenken auf Mila. Und ich mache das immer in verschiedenen, mit verschiedenen Ebenen, also nicht nur mit einer Gradation. Meistens nehme ich zuerst eine Tonwertkorrektur. Und wenn man bei der Tonwertkorrektur, hier oben sind die Weißwerte, wenn ich das herunterziehe, dann werden die Weißwerte quasi komprimiert in diesen unteren Bereich reingedrückt. Und wenn ich, was wir ja nicht möchten, ist ausgefressene Bereiche. Also wenn ich so mache, dann seht ihr schon hier auf der Nase, auf den Wangen ist das keine Bildinformation mehr, das ist reines Weiß. Und ich bin ein absoluter Hasser von solchen ausgefressenen Stellen. Was wir jetzt machen können, ist, wir drücken die Alt-Taste und komprimieren langsam herunter, bis das beginnt rot zu werden, vielleicht auf der Nase. Und wenn wir jetzt da wieder loslassen, sehen wir, was wir erreicht haben, und das ist eindeutig ein Unterschied. Jetzt, wenn wir das auf alles anwenden, dann erreichen wir eigentlich wieder nichts, weil das ganze Bild wird dann einfach markanter oder kontrastreicher. Was wir machen möchten, ist das nur auf das Gesicht oder auf den Bereich anwenden, den wir verstärken möchten. Also, Pinsel nehmen, weiße Farbe, einmal auf das Gesicht klicken, vielleicht noch auf diese Blumen hier, vielleicht noch auf diese Blumen. Wo wollen wir den Betrachter noch haben? Vielleicht noch auf den Händen hier. Das ist ja so niedlich, wie sie da dieses Blümchen hält. Und wenn man das jetzt mal anschaut, ist das eindeutig, hat man schon das Gefühl, wie wenn hier eine zusätzliche Lichtquelle dieses Gesicht beleuchten würde. Gut, jetzt der nächste Schritt ist, nicht nur das Gesicht aufhellen, sondern jetzt auch noch den Restbereich abdunkeln. Und das mache ich dann jeweils mit einer Gradation. Also wir nehmen eine Gradation, ziehen das runter und konzentrieren uns jetzt auf diese Randbereiche. Es soll natürlich nicht wirklich Nacht werden, aber vielleicht etwa so. Dann kehren wir das nicht um diese Maske, sondern nehmen einen Pinsel und machen den schwarz mit 100%. Und jetzt nehmen wir einfach den Bereich, den wir nicht abdunkeln möchten, wählen wir hier einmal an. So, und wenn wir jetzt diese beiden Ebenen ausblenden, merken wir, das ist einfach irgendwie ein Brei. Und wenn wir die beiden zuschalten, merken wir, jetzt ist das Auge, wenn ich dieses Bild öffne, bin ich sofort auf dem Gesicht des Mädchens. So, ja, ist etwas nervös, was ich da mache. Ich weiß, ich kann es nicht besser. So, jetzt kombinieren wir diese Ebenen wieder auf eine Ebene, damit wir Ordnung haben. Normalerweise lasse ich das natürlich alles, weil man ja eventuell im späteren Verlauf noch was ändern möchte. Was wir jetzt machen, ist bereits der Final Look des Bildes. Und der Final Look, den mache ich jeweils mit den Nick-Filtern. Und die sind ja neuerdings nicht mehr von Nick-Filter, sondern von Google, also neuerdings seit etwa 2 Jahren. Und die Nick-Filter, Topaz gibt es auch noch, die ist sicher auch eine super Sache, aber ich kann die einfach sehr empfehlen, die Nick-Filter. Was ich hierzu mache jeweils ist, ich dupliziere die kombinierte Ebene. Und dann wende ich die Nick-Filter jeweils mit voller Kraft auf diese duplizierte Ebene an und pinsle dann das da rein, wo ich es wirklich haben möchte. Also Filter, Nick Collection und dann jeweils die Color FX Pro. Und eigentlich ist das der einzige Filter von der Nick Suite, den ich wirklich benötige. Aber es ist, wenn man die Nick-Filter kauft, denke ich, alles mit dabei. Also da gibt es auch noch Filter, um scharf zu zeichnen. Es gibt einen HDR, eine HDR-Suite und so weiter. Gut, und jetzt sehen wir hier auf der linken Seite alle diese Presets, die es gibt. Und ja, man kann ja reklamieren über Presets, aber die sind einfach so gut, dass ich manchmal denke, da braucht es nicht mehr viel mehr. Die häufigsten, die ich benötige, ist das Cross Balance, Cross Processing, der Detail Extractor, der Tonal Contrast und das Sunlight. Das Sunlight ist jetzt bereits aktiviert. Ich wechsle jetzt mal, und zwar gehen wir mal auf den Detail Extractor. Der Detail Extractor, der verstärkt mit einer Kombination von verschiedenen Filtertechniken eigentlich die Kontraste. Und wenn man das mal vergleicht, das ist enorm, was da geschieht. Im Gesicht möchten wir das natürlich nicht. Man muss auch immer sehr vorsichtig sein mit dem Detail Extractor, weil ein Bild sehr schnell unruhig wird. Aber wir machen jetzt das mal, wenden den an, mit voller Kraft sozusagen. Ist halt ein 36 Megapixel Bild, dann dauert das ein Weilchen.
Und jetzt haben wir das auf dieser oberen Ebene, haben wir diesen NIC-Filter angewendet. Jetzt, wo möchte ich eigentlich diese Details haben? Ich nehme jetzt mal eine Maske und kehre die um und ich nehme den Detail Extractor meist um die Augen noch etwas markanter zu machen. Also wenn ich den jetzt hier mit Weiß reinpinsle, dann wird eben nicht einfach das Auge nur heller, sondern es werden wirklich auch diese Feinstrukturen der Iris betont. Seht ihr? Vielleicht etwas stark. Können wir vielleicht dann später, ich pinsle das jetzt wieder ein wenig weg mit Schwarz um 30%. Jedes Mal, wenn ich 30% einstelle, wird das jedes Mal wieder um 30%. Also ich komme theoretisch gar nie wirklich gegen 0. So. Da, und dann, wo könnten wir das noch machen? Vielleicht in den Haaren. Die Haare funktionieren häufig auch. Machen wir das ein wenig stärker. Hier die Haare ein wenig aufhellen, hier oben, hier hinten, so. Also nicht nur aufhellen, sondern wirklich mehr Details reinbringen. Vielleicht hier hinten, so. Vielleicht hier unten noch. So. Dann vielleicht noch auf dieser Blume. Könnte das auch wirken. Und vielleicht auf dieser Blume. Vielleicht auf dieser Blume. Der Unterschied. Markant. Nehmen wir wieder etwas zurück, wie wir das immer machen. Gut, dann hätten wir erst den NIC-Filter angewendet. Jetzt kombiniere ich die Ebene wieder auf eine Ebene. Jetzt funktioniert das nicht mehr. So. Wieder duplizieren und wieder hinein in die NIC-Filter. Den nächsten Filter, den wir verwenden, ist der, jetzt muss ich spicken, ich sehe das hier gar nicht, ich weiß gar nicht aus, die Toe Cross Balance heißt, glaube ich. Cross Balance, genau. Mit der Cross Balance kann man eigentlich nichts anderes machen, als einfach bestimmen, ob das Bild warm ist oder kühl wird. Also eigentlich hat es mit dem Weißabgleich zu tun und ich kann hier sehr einfach wählen, ich möchte, angenommen dieses Bild wäre in einem Innenraum fotografiert, möchte ich das jetzt transportieren zu einem Außenlicht. Und was wir dann sofort verlieren, ist Gelbwerte, also Rotanteil. Das seht ihr hier. So, und das Bild sieht wirklich mehr nach Außenlicht aus. Jetzt machen wir mal OK. Und das Cross Balance ist ein Filter, den wende ich häufig tatsächlich einfach voll mit 100% an. So, sieht doch schon wunderhübsch aus. Wenn ihr das mal vergleichen, kriegt gleich noch, poppt einem noch mehr entgegen das Gesicht. Gut, das lassen wir so. Wieder duplizieren, die unteren zwei löschen. Nächste Filter. So. Was ich jetzt möchte, ist den Eindruck erwecken, dass hier eine warme Sonne eigentlich dieses Feld, also dieses Blumenfeld von einer warmen Sonne eingedeckt ist. Und das mache ich mit dem Sunlight-Filter. Der Sunlight-Filter eignet sich aber häufig nicht für Gesichter und die Haut. Was ihr seht ist, es werden sofort die Tonwerte übersteuert. Aber im hinteren Bereich seht ihr, das sieht doch so richtig schön warm nach Sommer aus, wenn wir das mal vergleichen hier. So, und das ist ja kein Problem, haben wir schon gelernt, können wir ganz einfach mit einer Maske raufpinseln, an die Stellen, wo wir es haben möchten. So, das dauert und dauert immer. So, also Maske umkehren und jetzt pinseln wir das mal wieder rein. Vor allem, die Sonne ist ja vor allem vielleicht hier oben, so, hier oben, hier hinten vielleicht, so. Wir haben das zwar bewusst abgedunkelt, aber das machen wir dann später so oder so noch einmal, diese Vignette. Hier vielleicht noch etwas Sonnenlicht, vielleicht hier zwischendrin. So, jetzt scheint die Sonne. Wunderschön. Vielleicht noch hier drauf, Deckkraft ein wenig reduzieren und auf diesen Blumen noch ein wenig, vielleicht auf diesen hier und hier. So, jetzt gefällt mir das schon viel besser, das Bild. So, wieder duplizieren, wieder löschen und jetzt könnte man ja wirklich glauben, jetzt ist es fertig. Das kann nicht mehr besser oder kräftiger werden, aber es geht immer noch ein wenig und zwar hierfür verwenden wir den tonalen Kontrast.
So, düdel, düdel, rödel. Ich finde, Sie können eigentlich mal so eine Melodie einbauen. Immer wenn man warten muss, wird diese Melodie abgespielt. Das fände ich super. So, wir haben hier den tonalen Kontrast. Der ist hier unten. Den müsst ihr gar nicht lange anschauen hier. Das wenden wir gleich an. Und ihr seht es ja dann später gleich im Photoshop. So, Bild wird gespeichert. Tack! Und hier ist es. Sehr kräftig, viel zu kräftig natürlich. Was wir jetzt machen ist, das mache ich eigentlich fast immer, den tonalen Kontrast von den Gesichtern, vom Gesicht eigentlich fast komplett wieder runterpinseln. So, weil es einfach häufig den Nebeneffekt hat, dass es zum Beispiel die Hautfarbtöne verändert oder einfach diese ganze Arbeit, die wir hatten mit dem virtuellen Puder und allem eigentlich wieder zunichte macht, indem es das so überkräftig betont. So. Also, aber wenn wir den Hintergrund anschauen, das sieht doch irgendwie besser aus, oder? Das leuchtet so richtig. Wir nehmen es aus Prinzip ein wenig zurück. So, kombinieren das auf eine Ebene, speichern das, laden das auf Facebook hoch und freuen uns über viel Kritik. Zum Beispiel der Hans-Jürg Hinterseer von Österreich sagt, ja, aber diese Blume hier, das kann ja gar nicht sein, die müsste ja auch unscharf sein. Da hat er natürlich völlig recht. Aus diesem Grund machen wir hier noch eine gaussche Weichzeichnung hier rüber auf eine separate Ebene, vielleicht so. So, kehren das um. Und jetzt pinseln wir hier noch etwas Unschärfe über diese Blumen, sonst sieht das nicht korrekt aus. So, Hans Hinterseer wieder zufrieden. Wieder kombinieren, löschen. Aber jetzt sind wir wirklich fertig. Weil jetzt piepst es wieder. Das macht es ab und zu bei mir. Dann muss ich eine leere Ebene machen, zurückswitchen und dann ist das weg. Was wir jetzt noch machen können, wenn man einen speziellen Look möchte, könnten wir das nochmals duplizieren, erneut zu den Nick-Filter wechseln. So, hier ist es. Und dann gehen wir ins Cross-Processing. Cross-Processing, das machen ja heute schon viele iPhone-Applikationen und so mit einem Klick. Und hier gibt es die erste Methode, die aufpoppt, das habt ihr sicher, merkt ihr jetzt, das verwende ich häufig, dieses B02, das macht so einen speziellen Gelbton. Die Schatten werden etwas bläulich, könnte jetzt in diesem Bild noch witzig aussehen. Es wird auch dieses Purpur, wird so ein bisschen betont. Ich wende das jetzt mal an, weil natürlich können wir auch hier wieder das einfach dort applizieren, wo wir es haben möchten. Tschack! Gefällt mir sehr gut so, sehr gut, gefällt mir viel besser, aber wir nehmen es vom Gesicht wieder ein wenig weg, weil da ist es mir einfach zu chinesisch, so, vor allem hier unten an den Händen, sie hat so gelbe Hände hier, so auch nochmal ein wenig weg, aber hier auf den Blumen möchten wir es, so, ist doch ein schönes Bild geworden, also mir gefällt es. Aber eine letzte Korrektur noch, nämlich eben diese Finger. Wenn das sieht so furchtbar aus hier, so krank, dann nehmen wir die Farbe, halt, zurücksetzen. Wir nehmen hier die Farbe etwas zurück, kehren das um und pinseln hier mit voller Deckkraft hier unten die Farbe etwas weg hier. Hier oder hier. Ja, da hier nicht. Aber hier und hier. Ja, so, wir müssen schauen, dass wir das Blatt nicht da. Gefällt mir besser, jetzt leuchten diese Finger nicht mehr so gelb. Übrigens, hier hat es eine Stelle an der Nase, die hätte man eigentlich noch schön dodge and burnen können, aber manchmal ist ja eine kleine Störung auch natürlich in so einem Bild. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat euch ein wenig etwas gebracht jetzt. Ich bin ja wirklich nicht der Teacher. Ich mache normalerweise einfach Bilder und erkläre das nicht anderen.
Falls euch das was gebracht hat, schreibt es bei den Kommentaren hin. Dann werde ich mir überlegen, ob ich vielleicht in Zukunft das öfters machen werde. Vielleicht auch nicht so einen Rundumschlag, sondern ganz spezifisch zu einem Thema. Ich bin auch im Gespräch mit Jurek, den kennt ihr wahrscheinlich, und anderen Photoshoppern, dass wir vielleicht in Zukunft einen Tutorial-Channel aufmachen, auf den wir dann zu einem sehr guten Preis diese Filmchen kaufen können. Also gut, dann wünsche ich euch selbst viel Spaß beim Bildbearbeiten. Bis bald. Tschüss.